Flughafen Moskau, 30. Juli 1992. Margot Honecker verlässt Russland und sucht Zuflucht in Chile. Ich sage, nee, ich komme mit. Mein Mann sagt, nee. Also ich bitte dich, geh, wenn es eine Möglichkeit gibt, nach Chile. Geh zu den Kindern. Was willst du machen in Deutschland? Und dann habe ich diesen verrückten Flug gemacht, voll mit Journalisten. Ne? Einer war von der Bild-Zeitung, der war ganz gemein. Dann hat er gesagt, also wissen Sie, wir können es ja mit Ihnen auch so machen wie mit Ceausescu. Ne? Santiago de Chile, auf dem Weg zu Margot Honecker.